In dieser Anleitung zeige ich dir, wie du aus einem Kleid ein Schnittmuster erstellen und das dann nähen kannst. Wenn du zum ersten Mal eingeschaltet hast, dann schau dich in Ruhe um und wenn dir mein Kanal gefällt, hinterlasse ein Abo und aktiviere auch das Glöckchen, dann wirst du immer informiert, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Du benötigst folgende Materialien für das Kleid: einen dehnbaren Stoff, eine Stoffschere, Stecknadeln oder Stoffklammern, Maßband, Schneiderkreide, Kopierpapier, Bügeleinlage und das Kleid, was du kopieren möchtest. Als erstes erstellst du das Schnittmuster für das Kleid. Dazu faltest du das Kleid einmal in der Mitte und legst es auf das Kopierpapier. Danach zeichnest du mit dem Stift am Rand des Kleids entlang. Den Armausschnitt kopierst du folgendermaßen. Du legst deinen Zeigefinger auf die Naht, faltest den Ärmel um und zeichnest einen Strich auf das Papier. So verfährst du an der ganzen Naht. An der Schulternaht zeichnest du wieder eine Linie. Den Ausschnitt kopierst du auf dieselbe Weise, wie du den Ärmelausschnitt kopiert hast. Du hältst deinen Finger an die Naht, faltest den Ausschnitt um und zeichnest eine Linie auf das Papier. Genauso kopierst du den Ausschnitt für das Vorderteil. Die Linien kannst du nun verbinden. Die Linien am Armausschnitt kannst du ebenfalls verbinden. Den Ärmel legst du auch auf das Kopierpapier und zeichnest an den Linien des Ärmels entlang und kopierst es somit auf das Papier. Um den Armausschnitt zu kopieren, faltest du das Kleid einmal um, hältst die Naht mit deiner Hand fest und zeichnest einen Strich auf das Papier. So machst du das an der ganzen Naht entlang. Nun kannst du die Striche zu einer Linie verbinden. Das sind nun die Schnittmuster für das Kleid. Einmal für den Ärmel und ein Schnittmuster für Vorder- und Rückenteil. Das Kleid, was ich kopiert habe, ist sehr dehnbar. Den Stoff, den ich dazu verwende, der ist nicht so dehnbar. Das muss ich dann beim Zuschneiden der Schnittteile berücksichtigen. Ansonsten achte darauf, dass du einen Stoff verwendest, was dem Kleid ähnelt, das du kopiert hast. Den Stoff legst du in Stoffbruch und fixierst darauf das Schnittmuster. Dann überträgst du mit der Schneiderkreide das Schnittmuster auf den Stoff. Wie ich vorhin erwähnt hatte, ist der Stoff nicht so dehnbar wie das Kleid, was ich kopiert habe. Daher vergrößere ich das Kleid um 2 cm. Am Saum zeichne ich eine gerade Linie und dann eine Nahtzugabe von 4 cm. Am Armausschnitt zeichne ich eine Nahtzugabe von 0,5 cm, da ich mit dem Fake Overlock Stich nähen werde. An der Schulternaht zeichne ich ebenfalls eine Nahtzugabe von 0,5 cm. Da ich am Ausschnitt einen Beleg annähen möchte, zeichne ich auch hier eine Nahtzugabe von 0,5 cm. Danach schneidest du das Schnittteil aus. Für das Vorderteil kannst du einen Ausschnitt zuschneiden. Dazu machst du dir eine Markierung an dem Stoffbruch und verbindest diese in einer Rundung mit der Schulternaht. Danach zeichnest du auch hier eine Nahtzugabe von 0,5 cm ein. Jetzt kannst du den Ausschnitt an der oberen Linie ausschneiden. Du legst den Stoff in Stoffbruch und fixierst darauf das Schnittmuster des Ärmels. Dann zeichnest du mit der Schneiderkreide an dem Schnittmuster entlang. Hier habe ich den Ärmel auch um 2 cm vergrößert. Später beim Zusammenstecken hat sich herausgestellt, dass das nicht notwendig war. Es reicht eine Nahtzugabe von 0,5 cm. Am Ärmel kannst du eine gerade Linie zeichnen. Danach eine Nahtzugabe von 2 cm. Am Ärmelausschnitt zeichnest du eine Nahtzugabe von 0,5 cm. Danach schneidest du das Schnittteil aus. Das sind nun die Schnittteile. Zwei für den Ärmel, ein Rücken und ein Vorderteil. Um den Beleg für den Ausschnitt zuzuschneiden, legst du dir ein Stoffteil in Stoffbruch, legst das Schnittteil für das Kleid darauf und fixierst das Ganze mit Stecknadeln. Achte darauf, dass das Schnittteil gerade auf dem Stoff liegt. Danach zeichnest du mit der Schneiderkreide am Ausschnitt entlang.
Der Beleg soll 5 cm breit sein, also zeichnest du Markierungen bei 5 cm ein. Danach schneidest du den Beleg aus. So sollte der ausgeschnittene Beleg dann aussehen. Du kannst den Rand des Belegs anpassen, indem du das Schnittteil darauf legst und dann die Schulternaht kopierst. Die Nahtzugabe ist auf den Beleg übertragen. Nun schneidest du an dieser Linie entlang aus. Genauso schneidest du für das Rückenteil einen Beleg zu. Nun geht es an das Zusammennähen. Du legst Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts, also mit den schönen Seiten aufeinander, und fixierst die Schulternähte. Die Schulternähte nähst du mit dem Fake-Overlock-Stich oder der Overlock-Maschine. Du kannst auch mit einem Geradstich nähen und die Nähte mit einem Zickzack-Stich versäumen. So sehen die Schulternähte dann nach dem Zusammennähen aus. Bevor du den Ärmel auffaltest, markiere dir die Mitte mit einer Stecknadel. Lege dir dann Vorder- und Rückenteil offen hin. Bringe dann die mittige Markierung des Ärmels rechts auf die Schulternaht. Und fixiere den Ärmel so an Vorder- und Rückenteil. Nachdem du beide Ärmel an Vorder- und Rückenteil zusammengesteckt hast, nähst du das Ganze zusammen. Nähe wieder mit dem Fake-Overlock-Stich oder der Overlock-Maschine den Ärmel an. So sieht der angenähte Ärmel dann aus. Bevor du die Seiten zusammennähst, kannst du noch kleine Korrekturen machen. Bei mir ist der Ärmel oben an der Ecke etwas breiter als das Kleid. Daher schneide ich das zurecht. Ich schneide die Ecke oben am Ärmel ab. Nun kannst du die Seiten zusammennähen. Du beginnst mit der Ärmelnaht und bringst sie rechts aufeinander und steckst das Ganze zusammen. Dann steckst du Vorder- und Rückenteil aufeinander. Nachdem du Vorder- und Rückenteil des Kleides aufeinander fixiert hast, nähst du das Ganze zusammen. So sieht das dann nach dem Zusammennähen aus. Die Belege verstärkst du mit Bügeleinlage. Am besten verwendest du dehnbare Bügeleinlage, da der Stoff auch dehnbar ist. Nachdem du die Bügeleinlage auf die Belege gebügelt hast, legst du das Ganze rechts aufeinander und nähst es zusammen. Du kannst wieder mit dem Fake-Overlock-Stich oder mit der Overlock-Maschine nähen. So sieht das Ganze dann aus. Nun steckst du den Beleg an das Ausschnitt des Kleids. Dazu legst du Naht auf Naht und rechts auf rechts und steckst das Ganze zusammen. Nach dem Zusammenstecken nähst du den Beleg an das Kleid. Du nähst hier mit dem Geradstich und füßchenbreit die beiden Teile zusammen. Den Anfang der Naht verriegelst du, indem du ein paar Stiche rückwärts nähst. So sieht das Ganze nach dem Zusammennähen dann aus. Damit die Rundung des Belegs sich gut legt, schneidest du in die Nahtzugabe ein. Achte darauf, dass du nicht in die Naht einschneidest. Danach faltest du den Beleg auf die linke Seite und bügelst es glatt. Es gibt zwei Möglichkeiten, den Saum umzunähen. Du faltest es einmal um 2 cm und dann erneut um 2 cm und nähst das Ganze zusammen. Dann ist das Kleid um 4 cm kürzer. Oder du versäumst den Rand und faltest nur um 2 cm um. Den Ärmel versäumst du und faltest es um 2 cm um. Ich nähe mit dem Fake-Overlock-Stich. Du kannst auch mit einem Zickzack-Stich die Ränder versäumen. Nachdem du die Ränder versäumt hast, faltest du den Saum um 2 cm um und steckst das Ganze zusammen. Dann nähst du am Rand entlang. Genauso faltest du den Ärmelsaum um. Nähe dann mit dem Geradstich und der Stichlänge 3 den Saum an. Nachdem du den Rocksaum und den Ärmelsaum umgenäht hast, ist das Kleid auch schon fertig. So sieht das fertige Kleid dann aus. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch und einen netten Kommentar.